dieser letzten Runde unseres Tages eigentlich nur noch darum, Ihnen, die Sie ja nur zwei Workshops bzw. Fokusrunden besuchen konnten, ein kurzes Statement, einen kurzen Überblick darüber zu geben, was in den anderen Ländern eigentlich passiert ist, also eine gewisse Neugier zu befriedigen oder eine kleine Lücke zu füllen. Deswegen begrüße ich jetzt hier nochmal, wo ist er denn? Ach, direkt neben mir. Dr. Jan Ellermann, der sehr spannend, ich war selber auch im Workshop dort über das Leben bei Europol und die Möglichkeiten bei Europol berichtet hat. Dann Özcan Karadeniz und Daniel Wachs, die zusammen eine Fokusrunde gemacht haben. Habe ich ebenfalls gerade genießen können, war auch ganz toll. Patrick Frankenberger von Jugendschutznet und Hasim Fuad vom Landesamt für Verfassungsschutz in Bremen. Patrick Frankenberger, würdest du beginnen? Genau, also in dem Fokus 3 ging es um die Präventionsarbeit von Jugendschutznet zu Islamismus im Internet. Ich habe da unsere Arbeit vorgestellt und unseren speziellen Blick auf das Phänomen. Das heißt, wir sind Jugendschützer und unsere Grundlage, auf der wir arbeiten, ist der Jugendmedienschutz. Das ist gesetzlich verankert und wir haben eben den Auftrag, den Jugendschutz im Internet nicht durchzusetzen, aber mit daran zu wirken, dass er durchgesetzt wird. Ich konnte ein bisschen aufzeigen, wie die jugendaffine Ansprache der Islamisten ist, ja, wie Jugendliche im Netz geködert werden sollen, wo sich das Ganze abspielt, in welchen Diensten, wie die zielgruppengenaue Ansprache passiert, also dass männliche und weibliche User unterschiedlich angesprochen werden oder bisweilen eben halt auch Propagandamaterialien entstehen, die ganz gezielt auf Kinder ausgerichtet sind. Und dann habe ich gezeigt, gegen welche Verstöße wir so in der Regel vorgehen, wie sie zu bewerten sind medienrechtlich und was wir dagegen für Handlungsmöglichkeiten haben. In der Diskussion danach, in beiden Workshops, kam eben die Frage auf, wenn wir nun an Diensteanbieter herantreten und um Löschung von Kanälen, Profilen etc. Bitten und die Dienste löschen die dann, grätscht man nicht den Sicherheitsbehörden dann in die Parade und dass die eventuell dann in der Auswertung dann nicht mehr alle Daten haben können oder darauf zurückgreifen können. Und ja, der Jugendmedienschutz, also das ist ein Spannungsverhältnis zwischen den Belangen der Sicherheitsbehörden und des Jugendmedienschutzes. Und es ist spannend. Ein Spannungsverhältnis. Nee. Also vielleicht dann auch noch, wie wir das tatsächlich in der Praxis handhaben. Uns ist eben daran gelegen, dass die Risiken für Kinder und Jugendliche im Netz mit gefährdenden Inhalten konfrontiert zu werden, so gering wie möglich ist. Das heißt, wenn wir also gefährdende Inhalte sehen, ist uns an einer sehr schnellen Löschung gelegen. Nicht, dass sich das weiter verbreitet. So, gegenüber den Sicherheitsbehörden, sprich dem BKA, haben wir unseren Standpunkt klar gemacht und haben gefragt, wie kann denn hier ein gangbarer Weg aussehen, dass die Interessen der Sicherheitsbehörden gewahrt bleiben und aber auch quasi die Interessen des Jugendmedienschutzes auch durchgesetzt werden können. Und bisher ist es eben so, dass das BKA keine Probleme damit hat, wenn wir Inhalte löschen lassen, aber bei Inhalten, wo wir sagen, es besteht Gefahr für Leib und Leben, dass wir das dann ans BKA direkt melden und die verteilen das weiter. Genau, und das war es jetzt erstmal. Ja, Patrick Frankenberger, vielen Dank.
Wir wünschen weiterhin guten Erfolg, jetzt auch mit den als nächstes bevorstehenden großen Ereignissen der Vorstellung bei der Ministerin. Und damit geben wir dann weiter an Hazim Fuad. Was war das Thema Ihres Workshops oder der Fokusrunde und worum ging es? Ja, Fokusrunde 4 hat ein bisschen aufgegriffen, was heute Morgen diskutiert wurde, im möglichen Spannungsverhältnis Sicherheit und Freiheit bzw. staatlicher Eingriff und zivilgesellschaftlichem Engagement übertragen, weg von der Repression hin zum Thema Prävention. Und es ging um die Maßnahmen der Islamismusprävention in Deutschland, die einer kritischen Bestandsaufnahme unterzogen wurden. Und letzten Endes kann man historisch einfach ganz gut unterscheiden oder feststellen, dass die Rechtsextremismusprävention in Deutschland organisch aus zivilgesellschaftlichem Engagement gewachsen ist, während die Islamismusprävention von den Sicherheitsbehörden in Gang gebracht wurde. Und das ist erstmal nicht wertend historischer Fakt, auch wenn wir heute Morgen ja gehört haben, dass ein Fakt gar nicht so einfach zu bestimmen ist. Nichtsdestotrotz hat es in den letzten 10 Jahren da gewaltige Dynamiken gegeben und wir haben in Deutschland letzten Endes als Ausdruck auch der föderalen Struktur einfach einen sehr, sehr unterschiedlichen Umgang in der Konzeption von Präventionsnetzwerken. Also in einigen Bundesländern ist das mehr oder weniger fast alles in NGO-Hand und in anderen Bundesländern haben hier die Sicherheitsbehörden weite Zugriffsrechte und den letzten Endes auch den Hut auf. Und das wollten wir dann nach dem Input anhand von Thesen nochmal diskutieren, also inwieweit ist eine zivilgesellschaftliche Ausstiegsarbeit positiv oder negativ besetzt, wo sind die Möglichkeiten und Grenzen von der Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Trägern und Sicherheitsbehörden in Bezug auf das Themenfeld. Und es wurden für beide Aspekte pro und contra verschiedene Punkte genannt, beispielsweise, dass Sicherheitsbehörden in der Regel ein höheres Informationsaufkommen haben in Bezug auf bestimmte Personen, die möglicherweise gefährlich sind. Dem stand gegenüber, dass gesagt wurde, aber dieses Wissen ist vielleicht gar nicht zwingend notwendig für die Beziehungsarbeit und der Perspektive aus einer Trägeransicht in Bezug auf das, was geleistet werden soll. Konsens bestand im Endeffekt darin, dass im Bereich der Primär- und Sekundärprävention zivilgesellschaftliches Engagement von staatlicher Seite aus überhaupt nicht kritisch gesehen wird, sondern nur dann, wenn es wirklich um die Arbeit mit möglicherweise gefährlichen Personen geht und die Frage sich stellen muss, welcher Datenfluss ist noch rechtlich sauber, ab wann müssen Fälle gemeldet werden, wer entscheidet das, wann ein Fall eine Sicherheitsrelevanz hat oder nicht. Und wir sind am Ende im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, es ist kein Entweder-Oder, sondern wenn wir Radikalisierung als gesamtgesellschaftliches Phänomen begreifen, dann sollten wir hier auch interdisziplinär agieren. Diese unterschiedlichen Strukturen sind möglicherweise eine Bereicherung, das heißt, staatliche Akteure Hand in Hand mit zivilgesellschaftlichen Trägern. Aber, und das ist die große Herausforderung, weil das nach wie vor nicht abschließend geklärt ist, wie geht man mit dem Thema personenbezogene Informationen, sprich Datenschutz in solchen Fällen um? Und da konnten wir zugegebenermaßen jetzt in der einen Stunde Zeit, die wir hatten, keinen Königsweg herauskristallisieren. Also das bleibt weiter zu diskutieren. Ja, vielen Dank, Hazim Fuad. Mit dem Stichwort Datenschutz leite ich dann zu Dr. Jan Ellermann, dessen Lieblingsthema das, glaube ich, ist, und Europol. Worum ging es bei Ihnen? Ja, vielen Dank. Also im Grunde, bei uns ging es in der Tat um Datenschutz schwerpunktmäßig am Beispiel der operationellen Arbeit, die wir bei Europol machen. Also im Grunde habe ich versucht zu erklären, wie man als Datenschutzbeauftragter in einer Polizeiorganisation überleben kann. Das hat ganz viel mit einer gesunden Datenschutzkultur zu tun. Ich glaube, es geht damit los, dass man auch seine eigene Rolle als Datenschutzbeauftragter in einer Art und Weise definieren muss und implementieren muss, dass man halt konstruktiv an Lösungen arbeitet, ganz praktisch
habe ich in den Slides letztlich rüberzubringen versucht in meiner Präsentation, dass da ein Dialog notwendig ist. Es muss ein Vertrauensverhältnis da sein, dass die operationellen Kollegen, wenn sie sich nicht sicher sind, ob bestimmte Datenflüsse noch okay sind oder nicht, dass sie eben das Vertrauen haben, dass sie dann Initiative nehmen und zu uns ins Datenschutzbüro kommen und das besprechen. Und letztlich funktioniert das bei uns in dem Sinne ganz gut, dass sofern, sage ich mal, die operationellen Kollegen in der Lage sind, deutlich zu erklären, warum sie diese Daten brauchen und wir eine Möglichkeit sehen, das Ganze juristisch, argumentativ, sauber verteidigen zu können, finden wir da auch gemeinsame Lösungen. Das ist natürlich auch der Punkt, wo eine externe Datenschutzkontrolle dann besonders wichtig wird, sage ich mal. Das waren auch bestimmte Fragen oder Korridordiskussionen, die ich dann noch hatte, weil die Leute vielleicht den Eindruck bekommen haben, okay, da ist dieser Datenschutzbeauftragte, der versteht sich aber auch als jemand, der europäisches oder operationelles Business nicht per se verhindern will, sondern es eben im Einklang mit Grundrechten möglich machen will. Und da kommt natürlich eine externe Datenschutzaufsicht, die dann nochmal drauf guckt mit einem Vergrößerungsglas und das eben auch wieder in Frage stellt, möglicherweise, was wir eben an Advice geben, das ist natürlich unheimlich wichtig. Da habe ich letztlich herausstellen können, dass das jedenfalls bei Europol so ist, dass das kein Roundtable-Exercise ist, wo wir jetzt mit den externen Datenschützern zusammensitzen würden und hochtrabende Diskussionen führen würden, sondern da geht es ganz praktisch zur Sache. Die kommen mindestens einmal im Jahr zu uns, zu Europol, in einer Mannstärke und Fraustärke von etwa 10 Personen. Die bilden dann 3 Teams. Die gehen über die Korridore, letztlich setzen sich mit den Analysten zusammen hin, lassen sich zeigen, wer ist dein ältester Verdächtiger, wer ist dein jüngster Verdächtiger, warum ist dieses Individuum hier als Verdächtiger eingestellt und warum nicht lediglich als Kontaktperson. Also so funktioniert das bei uns in der Praxis. Dann gab es auch ganz interessante Nachfragen im Grunde, was wenn es zum Beispiel um die rechtliche Verpflichtung geht, Daten zu prüfen nach Ablauf einer bestimmten Frist. Da wurde dann von Polizeivertretern eben schön herausgearbeitet, ja, da liegt unheimlich viel Verantwortung auf meinen Schultern. Vor dem Hintergrund dieser Komplexität habe ich vielleicht manchmal das Gefühl, dass ich die Daten dann lieber gar nicht erst teile, aus purer Sorge, dass ich mich am Ende dann wieder datenschutzrechtlich nicht korrekt verhalte. Das ist auch was ich da in der anderen Fokusrunde ein Stück weit rausgehört habe. Da ist mein Eindruck, Verantwortungsbewusstsein und Datenschutzkultur ist ein wichtiges Element, aber ein anderes ist das, was wir als Data Protection by Design bezeichnen, dass unsere Systeme letztlich auch smarter werden müssen. Also ganz konkret heißt das, wir arbeiten an Polizeisystemen, die, wenn Daten fällig werden für eine Review, wenn die also nachgesehen werden müssen aus rechtlichen Gründen, dann sollte das System so smart sein, dass es im Prinzip einem diese Daten, dem Fallbearbeiter, diese Daten direkt präsentiert und dann die Kontrolle auslöst. Also es ist nicht gut genug zu sagen, ja, wir haben da alle eine Verantwortung, weil wir selber genau wissen, dass das dann in der Praxis in aller Wahrscheinlichkeit nicht vernünftig funktionieren wird, sondern wir müssen gemeinsam an Systemen arbeiten, die uns die Arbeit dann erleichtern. Ja, das war, also um es zusammenzufassen, ich habe versucht, ein bisschen Einblick in meinen Arbeitsalltag zu geben und hatte das Gefühl, dass jedenfalls auch von den Kollegen da was zurückkam. Eine interessante Frage zum Beispiel war, ich hatte eine junge Kollegin, die in der Präventionsarbeit, Deradikalisierung von Jugendlichen arbeitet und die hat dann gesagt, naja, mein Problem ist, die Polizei, die kommt zu mir und die wollen dann wissen, ist der oder der schon bei dir gelandet, ist der oder der bei dir aufgeschlagen? Und sie kann das verstehen letztlich, hat sie gesagt, weil für die Polizei wäre das natürlich ein interessantes Faktum zu sagen, okay, wir haben den auf dem Radar, wir sehen den als gefährdet abzurutschen, aber zumindest ist er mal in diesem Deradikalisierungsprogramm schon. Da kommt Datenschutz dann wieder ins Spiel, dass die Mitarbeiterin halt gesagt hat, ich darf das nicht sagen, ich kann das auch nicht sagen. Das würde das Vertrauensverhältnis unterminieren. Das sind diese Konfliktsituationen, wo es dann eben keinen einfachen Ausweg gibt. Dialog kann die Lösung sein, dass man dann vielleicht den Betroffenen auch sagt, weißt du was, wenn die Polizei erfährt, dass du hier bist, das ist nicht schlecht, das ist sogar gut für dich. Aber das funktioniert natürlich auch nicht in einem Fallgeschehen. Vielen Dank, Herr Ellermann. Dann bleibt noch der letzte Fokus. Die beiden Herren Daniel Wachs vom Verein Neue Deutsche Medienmacher
und Özcan Karadeniz vom Verband Binationaler Partnerschaften Leipzig haben ihn gemeinsam gestaltet. Wer von euch beginnt? Wie im Workshop beginne ich und dann Herr Karadeniz übernimmt den Staffelstab. Wir hatten das Thema Islamdiskurse und wie sie sich auf die Betroffenen auswirken. Das, wenn wir über Sicherheit sprechen, dann geht es ja sehr viel um islamistische Radikalisierung, um islamistische Gefährdung, um Terrorgefahr und Angst davor. Das reflektiert ja auch den gesellschaftlichen Diskurs, den wir führen in diesem Bereich, sehr stark geprägt eben ist vor diesen Ängsten, stärker als vielleicht vor anderen Formen von Kriminalität und Terror. Und das sozusagen konnte man an, haben wir hier anhand von Medienberichterstattung in den letzten Dekaden zu dem Thema auch angeschaut und darüber gesprochen und die Frage eben gestellt, wie wirkt sich das auf die Betroffenen aus? Also wenn wir das steht ja im Kontext auch, dass wir ja nicht nur über Islamismus sprechen, sondern damit immer auch eine Integrationsdebatte verbunden wird. Und die Frage eben, ja, welche Themen fallen dabei hinten runter und wie geht es denjenigen, die damit sich gemeint mitfühlen, weil sie Muslime sind und dann quasi im Fokus unter Verdacht stehen. Ich habe versucht in der sehr begrenzten Zeit, was ich nochmal anmerken möchte, gerade zu zweit in einem Workshop, im Rahmen der Zeit, wie es soweit es möglich war, nochmal diese Auswirkungen zu skizzieren, also aus persönlichen Erfahrungsberichten heraus, aus Erfahrungsberichten, die ich aus Projektarbeit, aus verschiedenen Gremien und Netzwerken mitgenommen habe und versucht habe, so ein bisschen darzulegen. Gleichzeitig war es mir wichtig, eine von mir so zumindest empfundene Leerstelle dieser Veranstaltung nochmal aufzugreifen und nochmal zu beleuchten. Ich glaube, dass wir heute einen sehr starken Fokus auf Sicherheitsdiskurse hatten, was so ein bisschen auch angedacht war, aber gleichzeitig hätte ich mir beispielsweise auch nochmal verstärkt gewünscht, zu schauen, wie diese Diskurse denn entstehen. Denn die entstehen natürlich nicht im luftleeren Raum, die haben ihre Geschichte, die haben beispielsweise Anlässe, so wie es aber auch in anderen Kontexten Anlässe geben könnte, um bestimmte Diskurse sich entfalten zu lassen und in eine bestimmte Art und Weise manifestieren zu lassen. Und da muss man, glaube ich, objektiv, gibt es nicht, haben wir jetzt heute mehrmals gelernt, aber ich glaube, man kann konstatieren, dass es schon im Kontext von der Betrachtung von Musliminnen und dem Islam in Anführungsstrichen bestimmte Diskurse gibt. Und mir war es wichtig, da nochmal herauszustellen, dass wir da nicht von solche Sprachkonstrukte haben wie Islamophobie oder Islamfeindlichkeit, sondern da spricht man jetzt schon seit einigen Jahren sehr berechtigterweise auch von antimuslimischem Rassismus, weil es sehr starke Parallelen hat, beziehungsweise in seinen Grundtendenzen eine Struktur aufweist, die eigentlich ganz eindeutig für die Konstruktion von Gruppen spricht, die Kulturalisierung einer Religion spricht, die Naturalisierung von Kultur nachvollziehbar ist und nachzeichnbar ist. Und gerade vor dem Hinblick ist es, glaube ich, auch ein Punkt, der nicht häufig genug angesprochen werden kann, was das in seiner in dieser Massivität, in der es in gesellschaftspolitischen Diskursen auch aufkommt, welche Auswirkungen das auf Menschen hat, auf insbesondere junge, heranwachsende Menschen. Stellen Sie sich jetzt einen 17-, 18-jährigen Menschen vor, der ist komplett in der Post-9-11-Zeit aufgewachsen und letztlich vielleicht mit dem Bild seiner Herkunftsreligion, seiner elterlichen Religion konfrontiert, die komplett unter so einem Sicherheitsdiskurs stattfindet und mit extremen Zuschreibungen. Und ja, ich fand es nochmal wichtig, glaube ich, da nochmal rauszustellen, was das mit einzelnen Menschen machen kann. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Das ist Ihnen gelungen, doch, kann ich nur bestätigen. Das war sehr emotional und eindrucksvoll. Und sicherlich konnten heute von zwischen 9 und 17 Uhr jetzt nicht alle Aspekte dieses Themas beleuchtet werden. Ganz im Gegenteil, es ist ja im Grunde heute der Start für einen Neubeginn geworden, sich überhaupt intensiver mal mit dem ganzen Thema realer und gefühlter Risiken, und zwar nicht nur bei denen, die sich ständig bedroht fühlen, sondern auch bei denen, die angeblich die Bedrohenden sind, zu widmen. Also da wird es sicherlich noch
viele Fragestellungen und Themen in der Folge geben. Und es gebührt ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle, nicht nur Ihnen als Fokusrundenleiter, ganz herzlichen Dank. Sondern eben auch den Veranstaltern der Kooperation, die diese Tagung möglich gemacht hat, zu erwähnen. Nur als Gruppe sind über 30 Helferinnen und Helfer, die hier an der Entstehung und Organisation heute teilweise mit geheimen Geisterhänden mitgewirkt haben. Und denen sei jetzt hier stellvertretend für ihre tolle Arbeit gedankt und für die intensive Vorbereitungszeit, die Sie mitgemacht haben. Ganz herzlichen Dank. Das waren nämlich Helferinnen und Helfer vom Institut für Islamische Theologie und der Polizeidirektion Osnabrück. Dazu zählte auch die Küchencrew, Auf- und Abbau, Saalhelfer, Anmeldung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, damit Sie so einen Eindruck haben, was da alles so im Hintergrund passiert. Ein ganz besonderer Dank gilt aber dem leitenden Organisationsteam, und das sind allen voran Frau Sabina Ide. Sie sitzt hier auf der linken Seite. Ganz herzlichen Dank. Und Herr Gregor Hadamitzki von der Polizeidirektion Osnabrück. Und für die Universität bzw. das Institut für Islamische Theologie sind es Dorothee Bartlakowski und Sami Shakir. Und natürlich nicht zuletzt gebührt allen Referentinnen, sowohl Ihnen hier schon auf der Bühne und Referenten der Tagung, ganz herzlicher Dank. Drei sitzen noch hier vorne. Ich würde Sie bitten, jetzt auch mit auf die Bühne zu kommen, denn die Veranstalter möchten Ihnen noch einen besonderen Dank aussprechen. Und ich selbst danke Ihnen allen für Ihre Geduld, Ihre große Disziplin. Es war ein strammes, enges Programm, zugegeben, aber dadurch haben wir auch viel erfahren können. Ich wünsche Ihnen jetzt allen eine gute Heimreise und viel Erfolg in Ihrer Arbeit für die Zukunft. Auf Wiedersehen. Wir haben uns einen spannenden Tag bereitet und wir haben gedacht, wir begegnen Spannung mit Spannung. Deswegen bekommen Sie von uns einen Osnabrück-Krimi. Also mit anderen Worten aus der Niedersächsischen Provinz. Entspannen Sie sich damit heute Abend.